Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overkill The Walking Dead. Wieder mit dabei der Hamsterlü. Hallo. So. Und wir gucken uns mal ganz kurz um bei Charaktere. Klar, wir sind Level aufgestiegen, haben jetzt eine Kampfkraft quasi von 27. Dann gucken wir mal bei Überlebende. Da können wir Leute losschicken. Ist, glaube ich, so 50-50, ob die durchkommen oder nicht. Ich würde jetzt einfach mal kurze Patrouille losschicken. Angriffsstufe 1. Kriegt mal als Belohnung immerhin so ein Waffenstück. Die würde ich jetzt einfach mal losschicken. Und da schicken wir los und alle Level 1. Wir schicken los. Am besten, aber ein Doppelt? Nö. Wir schicken hier Angler. Angler Alex schicken wir los. Alex schicken wir los. Schlüppi. Schlüppi wird losgeschickt. Achso, und da sehen wir hier unten. Ah, die Erfolgschance. Geil. Alex kriegt noch den Randy mit. Und dann haben wir eine 82er% Chance, Gewinnchance. Geringes Risiko. Die Moral beeinflusst das Ergebnis. Nice, machen wir. Okay, haben wir die losgeschickt. Dauert einen Tag quasi. Okay. So. Ja, eine Mission. Ja, genau. Arbeitsstation. Finde ich ganz geil. Wenn wir hier einen reinmachen, kriegen wir 20% schnellere Gesundheitsregeneration beim letzten Lebensbalken. Das finde ich ganz geil. Das mache ich auf jeden Fall. Da kommt der Ray hin. Ray Boy. Dann haben wir hier 40% weniger Lärm beim Gehen. Finde ich auch ganz cool. Wir haben ja eh genug Überleben, ne? Herstellung. Plus 1 Herstellungsressource. Zufällig bei Spielbeginn. Finde ich ganz cool. Und 25% mehr Lebenszeit, wenn man niedergestreckt wird. Braucht man das? Ich glaube, ich nehme eher die Ressource. Und einen lasse ich mal auf der Ersatzbank. So. Überlebende, achso, die haben wir, das ist das. So, Basisverbesserung, da muss ich jetzt mal gucken, weil, weißt du aus dem Kopf, wo... Wo was? Wo, ach nee, das ist ja beim Charakter, beim Skill, dass er mehr Schaden macht, wa? Ja, ist Charakter. Wollen wir uns jetzt schon mal absprechen, wer was lernt zuerst? Also, hast du schon was gelernt? Ja, ich hab das beim letzten Mal. Was hast du da? Mechanik-Kit, sag ich mal so. Mechanik-Kit? Ach ja, Mechaniker-Set. Ja, das habe ich wieder gemacht. Ich überlege, was nehme ich denn? Elektriker-Set? Chemiker-Set? Ich nehme einen Drahtschneider, glaube ich. Die Stufe des Schießstandes schaltet die Möglichkeit, Taktiker überleben zu verbessern. Den Baum erwerfen. Okay, ja, müssen wir ja. Und dann machen wir hier Drahtschneider. Wobei, da haben wir wieder keinen dabei, der Dietrich hat, wa? Ja, aber wir können immer wieder mal switchen. Zu zweit wirst du nie alles hinkriegen, auch zu viert nicht. So. Also eine sollte, denke ich mal, immer auf Dietrich bleiben, weil die viele Kisten haben bestimmt Lost drin. So, ich habe eine neue Waffe, einmal ein MG quasi, also Maschinengewehr, Sturmgewehr und eine neue Pistole. Die neue Pistole, die kann man modifizieren, das mache ich jetzt mal. Ach scheiße, warum geht das hier eigentlich nicht? Ach so, Rechtsklick. Schalldämpfer. Ich habe einen neuen Schalldämpfer. Der macht Stabilität plus 6, Reichweite minus 16. Aber die Waffe wird halt besser. Ja, das machen wir. Halt, nein, was? Modifizieren. Ja, machen wir. Kostet mich zweimal Werkzeug. Egal. So. Haben wir wenigstens einen Schalldämpfer auf der Knarre. Was war die nächste Mission nochmal, Hamsterli? Nächste, ich habe eine Nebenmission. Ich weiß nicht, wie deine Karte aussieht. Nee, ich habe jetzt West End. Ja, West End, das ist aber eine Nebenmission, das Gelbe. Ach so, stimmt. Ja, dann lass uns doch die Nebenmission machen. Ja, ja, die gibt gute Ressourcen, wenn du mal schaust. Das ist immer so Ressourcenvorschau und im Level verborgen siehst du die Modkiste im Prinzip. Stimmt. Eine Chance auf Grün auch, weil umso besser die Qualität ist, umso mehr Schaden macht dann deine Waffe auch, gell? Stimmt. Also von der farblichen Kennzeichnung. So, ich muss aber nochmal auf Charakter gehen und bei Aiden, da können wir jetzt nämlich bei Fähigkeiten gucken. Wir haben 7 Punkte, alter Falter. Und ich will hier hinten erstmal, verringert die Ausdauerkosten für den Baseballschläger im Kampf. Sehr geil, machen wir. Und dann will ich das hier eigentlich haben. Erhöht Zieh- und Entsteck. Was? Einstecktempo? Ne, das finde ich doof. Ich brauche mehr Schaden. Ist das hier oben wahrscheinlich. Erhöht Pistolenschaden. Erhöht Baseballschaden. Brauchst du erstmal... Boah, das ist natürlich nicht so geil. Das heißt, ich muss hier, was muss ich da hochmachen? Das Depot. Okay, wir gehen jetzt zurück.
auf, wo ist das dann? Basis? Denk doch, du brauchst noch Ressourcen für den nächsten Tag. Du hast nur noch eine Mission und dann wird dir das abgebucht oben. Du musst dir Moral auch hochbringen. Kannst nicht immer alles ausgeben. Ja, wenn mal 20 davon weg, das passt noch. Und 10 davon weg, passt auch noch. Noch habe ich genug. Ja, ich sag's schon. Charakter und Fähigkeiten. So, ich will... Erhöht Zieh- und Einstecktempo von Baseballschlägern. Ich brauche halt Leben. Ich will, dass der hier mehr Schaden macht. Ja, dafür musst du einen besseren finden. Was gibt's hier noch so? Verringert die Abklingzeit von Abhärtung um... Erhöht die Dauer von Abhärtung um 2 Sekunden. Ach, das ist das, wo ich immer so einen Flash krieg. Ach, hier oben kann man auch noch switchen, Hauptathlet. Ach ja, man kann jetzt bei der ersten Mission auch die Schwierigkeit einstellen. Normal, schwierig, sehr schwierig und Overkill. Okay. Und je nachdem, was du für einen Schwierigkeitsgrad machst, kriegst du auch nochmal zusätzliche Sachen. Tragekapazität habe ich mal noch gelernt, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Verringert die Herstellungszeit, nö, das will ich nicht. Erhöht Regenerationstempo der Ausdauer im Kampf, ja, sehr geil. Erhöht maximale Ausdauer im Kampf um 10%, erhöht maximale Ausdauer beim Sprinten um 10%. Ich habe jetzt noch 2 Punkte. Erhöht die Regenerationsrate der um 15. Ja, gut, das finde ich auch gut. Erhöht Gesundheit um 50. Jupp. 50 ist immer ein Lebensbalken. Voll geil, dann habe ich jetzt schon 6. Erhöht Nachladetempo. Ne, das will ich nicht. Hat man hier noch irgendwas Wichtiges? Eigentlich nicht. Erhöht mal Angriffsmunitionsdingsbums. Erhöht Angriffsmunitionstragungskapazität. Ach, ich heb den Punkt einfach auf. So, zurück. Und Karte. Und dann machen wir Nebenmission, haben wir gesagt. Let's fetz. Hey, was war denn jetzt? Ach so. So. Was habe ich für eine Frage überlesen? Was war das? Was ist denn das für eine Mission? Weißt du das? Amsterdam? Steht doch da, Zusammenbruchsrettung. Ja, ja, aber weißt du, was da für eine Waffe am besten wäre? Nö. Ich nehme mal hier meine Maschinenpistole mit, weil Shotgun ist halt immer nur auf Nahkampf ganz gut. Ansonsten ist halt echt kacke. So, bereit. Bereit, Junge! Hast du bereit gemacht? Lies mal Chat. Was denn? Ja, mach erstmal bereit. Der ist aber gerade wieder weg, habe ich gelesen. Nächste Mission, wenn dann. Haben sie die? Ah, gut. Ach, jetzt ist er wieder da, oder was? So, bin wieder da. Sky, wie lange kannst du denn heute? Weil, wenn dann länger. There's a lot of lost people out there in the city. People who never found shelter, who hide, fearing for their lives. Plenty in our camp were in a similar situation until we took them in, gave them a purpose. We should always be on the lookout to help others where we can, and save them from those who would prey on them. Okay. Bin eh noch am updaten. Okay, Sky, dann sag Bescheid, dann kannst du nachher mitmachen. Warst ja schon öfter mal dabei. So, ach die. Das Level kenne ich auch noch. Ah, das ist die Waffe aber ganz gut. There are survivors in the area who need our help. Hurry and get to them before it's too late. Maya. Maya. Aiden. 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 Maya! 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 Das ist so bescheuert. Maya. 2 Stunden später. Maya! Ich mach mal hier. Ein bisschen zu hell ist mir das doch. Wo ist denn hier Gamma gewesen? Da unten. So. Hier ist noch ein Subli-Dingsbums. Eine Frühstückstüte. Eine Frühstückstüte zum Mitnehmen, bitte.
Einmal Break. Fuck. Wie alles rumgeschmissen hier, der Hamster, die. Aber... Ich hab aufgeräumt. Ich hab alles aus den Schränken rausgeräumt. Ja, ist klar, das nennst du aufräumen. Na, hier ist schon ein Zahnrad. Krass, ich habe echt 6 Gesundheitsbalken. Das ist schon mal richtig gut. Was ist das mit dem Herstellen? Du musst halt aber auch wieder hochheilen, gell? Ja. Oh. Überraschung. Oh, ist gestolpert. Vorsicht, junge Dame. Na, ich verbrauche jetzt aber echt weniger Energie, glaube ich. Also nicht viel, aber ein bisschen. Alarmanlage. Come on, give me a challenge. Das war knapp, ich hätte fast gegengehauen. Ich hab's gesehen, wie du da zurückzockt bist. Und das könnten wir jetzt nicht gebrauchen. Ja, stimmt, das ist auch noch die Mission, die. Was müssen wir machen? Zahnräder sammeln. Wahrscheinlich Generator. Und Kabel reparieren, ja. Schießt da einer? Ich höre keinen. Also Lärm zeigt auch nicht an. Vielleicht ist das bei dir draußen vor der Tür. Ja, hier ist der Generator. Jetzt hab ich auch einen Dietrich noch drin. Ganz vergessen zu. Ich hab mich doch gerade umgedreht, Mann. Kabel wieder ganz. Weißt du, was cool ist? Das Overlay überdeckt auch nichts von. Von der Spielanzeige. Ich hab einen Mod-Koffer. Hast du den gefunden? Ach, da? Gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Voll dran vorbeigelaufen. So. Hast du schon repariert? Jo. Schneller als die Polizei erlaubt. Oh, ich glaube, die Polizei haben uns gibt's gehört. Hier nicht mehr. ich glaube, die haben uns gehört. Repariere das Stromkabel. Oh. Das ist natürlich schlecht, die kommen jetzt alle. Ich halte sie auf, du machst. Hast du? Irgendwo ist noch ein Steller, glaube ich. Irgendwas ist hier auch laut. Oh. Ah ne, ist aufgehört. Ich hab die Tür wieder zugemacht. Vielleicht bleibt sie ja zu. Ne, die waren schon auf dem Weg hierher, glaube ich. Huch, da war Stacheldraht. Ich habe mich gewundert, was da, warum ich bin nicht so langsam. Schon gesehen, Leute, ich habe extra meinen Regal im Hintergrund rot gefärbt. Extra passend zum Spiel. Ich habe ein Overlay rot gemacht. Geil, wa? Alles stimmig hier. Ich habe sogar rote Schlüpper an. Nein, Spaß. Wir müssen uns dann langsam beeilen. Die Außentür haben sie eingestimmt. Eine rote Schlüpper mit einem Superman-S drauf. Ja, können ja einfach hoch, oder? Ja, normal schon. Dip, 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 dip. Finn und rette den Überlebenden. Einen nur? Stand da nicht Mehrzahl ja, eigentlich? Ja, die Mission heißt, ja, wir sollen den einen retten. Ich dachte, das ist mehrere. Hilf den Überlebenden. Oder stand da dem Überlebenden? Den Überlebenden. Den. Nicht die. Ich werde bei WhatsApp belästigt, Leute. Ich werde belästigt bei WhatsApp. Sexuell belästigt.
So, leise oder was? Erstmal. Achso, das ist ja hier. Das sind ja gar keine NPCs. Noch nicht. Erst nach dem nächsten Club, glaube ich. Puff dein Gewinne! Was? Puff ein Gewinn? Was? Puff dein Gewinn. Muss ich das verstehen? Was soll denn? Aber vielen Dank fürs Followen, aber ich verstehe deinen Namen nicht. Puff dein Gewinn? Was? So, Freunde, dankeschön. Ich mag das Lied voll. Und die Ärsche. Ich mag beides. What? Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen, ihr beiden. Da ist noch einer. Ich hab dein Leben gerettet, Hamster Lee. Dankeschön. Ja. Ich wollte zum Anmerken. Und weißt du warum? Wie ich das geschafft habe? Dank meines Superman-Schlüppers. Mit deiner unendlichen Weisheit, oder? Nee, mit meinem Superman-Schlüpper. Warte mal, hier war immer eine Falle. Vorsicht. Das habe ich Licht angemacht. Da ist diesmal keine. Meine Superman-Schlüpper hat mir die Kraft gegeben. Die Kraft von Grayscale, oder wie ist das? Grayscale oder so ähnlich. So. Chris mag Ärsche gleich und gleich gesellt sich. Oh, kann ich mitleben. Ich bin netter Arsch, hallo? Ich kann auch nett sein. Das Thema hatte ich letztens erst. Du, warum bist du eigentlich wieder halbwut? Bin ich gar nicht. Yeah! Yeah, baby, yeah! Spürst du mein Mojo? Das Mojo meiner Superman-Schlüpper. Hey. Gonna use that! Oh, da ist was. Loot! Loot! Aber ist die nächste Mission nicht auch das Level hier, ja, oder? Ja. Okay. Das heißt, wir machen das jetzt doppelt. Aber kriegen dafür einen Überlebenden und Ressourcen. Erst gehen wir hierher und retten jemanden und dann machen wir hier irgendwie was anderes. So richtig Sinn macht's aber nicht, weil die NPCs... Okay, sagen wir clearen hier alles, damit die Zombies hier nicht mehr sind. Und dann... Schön wär's, dass die dann später keine Zombies werden. Kommt davon, wie leise wir jetzt denn gleich sind. Naja, nee, wir machen das jetzt hier clear und retten den Überlebenden. Und danach kommt diese andere Familie da und lässt sich hier nieder. Quasi. Stimmt. Und dann müssen wir wieder hierher und müssen die töten. Genau, weil wir das eingenommen haben. Man muss es nur erklären können. Der Witz ist gut, wenn man ihn erklären kann. This thing needs a key. The survivors are here. I see them. Ah, da drin, ja. Okay, they're counting on us to get them out of there. Die Schlüssel kriegen wir da drin. You're dead. Boing, boing. Müsst ihr doch da drin schon längst gehört haben, oder? Die Schnetzlei. Ja, eigentlich schon. Dein Bass. Dumm, dumm. Ding. Ding, dumm. Also wer sowas nicht hört, der ist... Ja, die unterhalten sich etwas lautstark. Vielleicht deswegen. Naja, genau. Da müssten die Zombies wieder an die Türen gehen. Die denken, es ist ein Zombie, weißt du, mit dem Kopf gegen so ein Gitter. Bing, bing. Das stimmt. Das ist eine gute Erklärung. Deiner Klopapier auf dem Klo. Ja, wenn du noch ein Dings hast, dann hau mal hin. Ich was habe? Ein
Ein Medizinkasten-Dingsbums. Ich habe noch nie einen gebraucht, also ja, habe ich. Hey, wo ist er denn? Kannst jetzt auch viermal benutzen, gell? Viermal, warum? Ja, weil ich geskillt habe. Nice, das ist gut. Bei meinen vielen Lebensdingern. Deshalb skill ich ja. Rücksichtsvoll. Du weißt, dass ich Noob bin und deswegen die brauche, ja? Ja, ich nutze was aus, ich weiß es. Wo hast du die Verbände rausgeholt? Liegen vom Klo. Ist klar. Oh. Er sieht mich halt sofort, ey. Egal, wir müssen eh rein. Okay, das war nicht so schlau. Be quiet. Last thing you need is a horde coming after you. Ah, mal ein bisschen näher ran hier. Oh. We can't afford to be sloppy. Quiet down before it's too late. It's too late for apologize. Ja, eine Horde geht noch. I'll take it. I'll take it. Hat einer von den Typen den Key oder was? Nee, der liegt hier hinten mal. Ganz hinten. Ich hab ihn aber schon. Aber erstmal looten. I'll find a use for it. Was die Modkiste hatten wir schon, gell? Ja. Okay, weil einer ist hier gewesen. Das siehst du immer an der Missionsauswahl am Anfang, was hier sein kann. I'll take it. Oh, viele Zombies. Das gibt's doch nicht, ey. Ja, der Basie haut halt ein bisschen langsamer als die Spitzhacke, würde ich sagen. Jetzt kommt er noch von links. Wo ist so ein Hamster, die eigentlich da hinten? Ich hab den Teil jetzt damit abgelenkt. Warum sind denn hier so viele? Weiß ich nicht. Ich glaube, da kommen gleich noch mehr. Guck mal, ist ganz geil, wenn die zu dir wollen. Kannst du immer von hinten erstechen, ich weiß. Voll gut. Sie will hier wieder spielen, weißt du? Ja, weil der so langsam zuhaut. Dicker. Ich geh jetzt außen rum. Ja, dachte ich mir auch so. Hm, geh ich halt außen rum. Ich hol den Gefangenen raus, der mich schützt. Oh, da kommt aber ein Dicker. Vorsicht! Ja, hab's gerade noch 10. Ich nicht. Good. We're counting on you to get them out of there safely. Ah, der hält mehr als einen Schuss aus, oder was? Oh, kommen die ganzen Zombies her? Wir haben doch eine Stufe 1. Oh, ich lieg am Boden. Ah, warte. Ich komme. Kommen halt schon wieder welche, wa? Ja, verstehe ich auch nicht so ganz. Look away!
Not this time, asshole. Von hinten wieder. Was? You'll be fine. Come on. Hab dich. Thank you. Zum Glück sterben die nicht. Achtung, neue Welle. You're making a lot of noise out there. Warte. Nimm deine Waffen her, ist eh wurscht. Nee, nicht noch eine Welle. Ja, was, aber, ich hab sie. Ich kann nicht länger verteidigen hier. Ja, ich hab sie. Mit dem Basic kannst du es vergessen. Oh, ist er noch? Warum aktivieren wir das eigentlich nicht? Keep quiet. The horde will be on your heels if you keep that noise up. Let's get the hell out of here. Quiet down out there. Was jetzt sowieso die Horde kommen würde. Puff. Nicht nach oben gucken. Ich dachte, die geht noch auf, aber nö. Wir sind ja nicht. Ach so, jetzt kommt eh eine höhere Horde, deswegen. So. Ja, ja, eben. Eigentlich ist es Ego-Spielauto. I'm hurt. Können wir nicht irgendwo hoch? Ja. Hang on, reloading. Hier oben ist gut. Schön mit dem Jetzt können wir aber. Achso, jetzt ist auch leise, egal, wa? Ich hab gar keine Muni mehr. Oh. Und es hat Boom gemacht. I'm hurt badly. 12 Sekunden. Müssen die alte da hinten, die müssen wir aber noch mitnehmen. I'm reloading. Oh, da ist er schon da, oder was? Get on over to the truck. It's time to go. Hab sie. Come with me. Ich hab doch keine Ausdauer mehr gerade. Fucking got me. Keep it together. Oh, da kommen schon wieder neue. Komm her jetzt, du Droller. Ach, kacke, ich bin rausgegangen. Jetzt haben wir's. Ich bin gerade wieder auf Boden gefallen. Das war aber auch knapp, ey. Das ist kacke, wenn du aus dem Dings rausgehst, dann geht's wieder zurück. Na, richtig bekackt. Voll bekackt, ey. Nudeltaube. Skrr, skrr. Guru, guru, guru. Genau das. That's one hell of a way to handle things. You did good. Und was haben wir gekriegt? Hallo Carlson, willkommen im Stream, Diggi. Kurzer Schaft. Taschenlasermodul. Das ist geil. Grünes Mod. Und ein Überlebenden. Und ein Level. Warte nicht. Und natürlich viele Ressourcen. Wir nehmen natürlich alle auf. Alle Dingsbums. Oh, Erfolg. Oh, was habe ich denn bekommen? Alles einfordern. Das hört sich auch böse an. Tollen Schalldämpfer habe ich bekommen. Ich habe die Quest jetzt auch noch, aber ich habe sie. Du hast sie jetzt gemacht, aber ich nicht. Ach so, meinst du die Tagesquest? Nein, die wo wir gerade gemacht haben. Ja, ja, die Nebenquest. So, was haben wir denn hier noch? Was mache ich denn für eine Aufgabe? Wo schicke ich denn die mal hin? Wo brauche ich eine Ressource? Und eigentlich brauche ich das hier. Davon haben wir am wenigsten. Da kann ich nur einen schicken. 84%. Ja, das sieht ja gut aus. Komm, schicken wir die alle mal los. 90%. Das passt doch. 84%.
Oh, hier aber nicht. Okay, den schicken wir nicht los. So, Arbeitsstation können wir auch wieder machen. Gesundheitsregeneration, da setze ich auf jeden Fall einen ein. Nice. Okay. Okay, okay, okay. So. Und ich muss ja aufpassen hier, dass das... Ne, das lassen wir. So Leute, an der Stelle machen wir erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten Folge Overkill The Walking Dead. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.